Sollte man aus Aktien auch mal wieder aussteigen oder Buy and Hold betreiben und ewig in den Unternehmen investiert bleiben? Eine Frage, die sich viele stellen, und da wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf eingehen, warum es sinnvoll ist, Risikomanagement an der Börse zu betreiben und auch wie man das Ganze tun kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über das große, aber eben auch sehr, sehr wichtige Thema Risikomanagement, woran sich natürlich auch sehr, sehr viele Geister scheiden, ob es denn wirklich sinnvoll ist oder ob man denn einfach besser Aktien kauft und unter das Kopfkissen legt und dann eben entsprechend irgendwann mit sehr viel mehr Geld aufwacht. Da gibt es ja eben solche Sprüche von André Costolani, die sich durchaus durchgesetzt haben, um dann einfach nur Buy and Hold zu betreiben, Aktien kaufen, liegen lassen und irgendwann wird schon das Richtige dabei rauskommen. Und es gibt ja eben auch so Zitate von zum Beispiel hier Warren Buffett: Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Also du solltest etwas kaufen, was du auch kein Problem hast zu behalten, wenn der Markt über 10 Jahre überhaupt nicht mehr handelbar ist. Und da wird eben missverstanden, dass man einfach nur etwas kaufen sollte, liegen lassen und dann überhaupt nicht mehr anfassen sollte. Das sind solche Missverständnisse, die tatsächlich sehr, sehr häufig nicht nur an der Börse, sondern unser ganzes Leben uns begleiten. Da muss man eben auch aufpassen, dass man eben nicht solche Denkfehler hineingerät und Risikomanagement eben als wichtige Komponente der Börse komplett links liegen lässt. Es gibt übrigens auch solche Sprüche wie hier zum Beispiel: Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Auch das stimmt nicht. Ein Fisch stinkt tatsächlich nicht immer vom Kopf, sondern ein Fisch stinkt einfach und teilweise sogar eher vom Schwanz als vom Kopf her, wenn man da tatsächlich mal sich intensiv mit beschäftigen würde. Es gibt eben auch andere Geschichten, wie zum Beispiel hier Cortés, der damals, als er eben nach Amerika gekommen ist, seine Schiffe verbrannt hat, um dann eben damals hier seinen, seinen Soldaten und eben auch seiner Mannschaft klarzumachen, es gibt nur einen Weg nach vorne. Auch das ist tatsächlich eine Geschichte, die zwar sehr schön ist, die so aber Historiker als nicht korrekt widerlegt haben und geklärt haben, dass das nicht stimmt. Aber es sind solche Dinge, die sich dann einfach in den Alltag einbrennen und die dann als Wahrheit eben interpretiert werden. Es gibt hier auch ein sehr, sehr schönes Zitat von Gary Keller: Mit der Zeit werden Mythen und Unwahrheiten so oft in Umlauf gebracht, dass sie sich schließlich vertraut anfühlen und anfangen, wie die Wahrheit zu klingen. Dann fangen wir an, wichtige Entscheidungen auf sie zu stützen. Und das ist dann eben genau das Problem. Und solche Dinge gibt es auch an der Börse sehr, sehr häufig, wie zum Beispiel breit gestreut, nie bereut oder eben auch buy and hold, also leg etwas unter das Kopfkissen und es wird schon gut gehen. Das sind lauter solche Mythen und Unwahrheiten, die tatsächlich eher sich eingeprägt haben, weil sie eben sehr leicht verständlich sind und natürlich dann eben auch sehr viel leichter umzusetzen als manchmal die etwas unbequemen Dinge, die aber dafür tatsächlich notwendig sind. Und wenn man dann mal schaut, was ein Warren Buffett tatsächlich macht, dann erkennt man, dass er durchaus eben auch mal Dinge verkauft. Es ist nicht immer so, dass er nur Aktien kauft und sie liegen lässt, wie zum Beispiel eine Coca-Cola, die er wirklich gekauft hat und liegen gelassen hat. Und das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung, solange es keinen Grund gibt, etwas zu verkaufen, muss man das ja auch nicht tun. Aber auch ein Warren Buffett betreibt Markttiming und versucht, Aktien günstig zu kaufen und teurer wieder zu verkaufen oder eben auch ein Risikomanagement zu betreiben. Er hat sich eben hier auch mal mehrfach schon in seinem Leben an amerikanischen Airlines beteiligt, aber eben auch an anderen Firmen, wie zum Beispiel auch IBM oder Alibaba, und hat sich dann auch im Laufe der Zeit wieder davon getrennt, als er festgestellt hat, dass es nicht die richtige Entscheidung war. Und da hat sein Risikomanagement eben gegriffen. Übrigens, was die Airlines angeht, sagt er von sich selbst, er hat mittlerweile eine eigene 0800er kostenlose Nummer, die er anrufen kann, immer wenn er die Lust hat, eine Airline zu kaufen. Und dann sagt eben ihm hier eine nette Stimme, er sei ja ein Aeroholic, also kein Alkoholik, sondern eben ein Aeroholic, der gerne Luftfahrtunternehmen kauft. Und dann spricht ihr diese Stimme wieder runter und er lässt es sein. Also auch das ein Teil des Risikomanagements, überhaupt erstmal sich zu überlegen, bin ich da jetzt einfach nur wieder gewillt und gereizt, ein gewisses Thema zu tun, weil es mich interessiert? Oder sagt mir mein Risikomanagement, nein, ich sollte das nicht tun, ich habe mir da mehrfach die Finger mit verbrannt und ich merke einfach, dass das nicht das Richtige ist, um hinein zu investieren. Also auch große Investoren, die dafür bekannt sind, langfristig zu investieren, was ja auch absolut sinnvoll ist und was auch der Kern dessen ist, was ich hier auf dem Kanal verbreite oder eben auch mitgeben möchte. Langfristiges Investieren in gute Unternehmen, die keinen Grund liefern, sie zu verkaufen, ist absolut richtig, aber es braucht auch eben diesen Buy and Check, also auch wirklich mal zu sagen, wann sollte man sich denn davon trennen? Und da ist es eben gut, ein sinnvolles Risikomanagement zu haben
Und wenn man sich mal mit großen Investoren der Vergangenheit beschäftigt, nicht nur jetzt mit einem Warren Buffett, sondern zum Beispiel auch solche Bücher liest, wie hier Market Wizard Bücher von Jack Schwager, da gibt es ja eine ganze Reihe. Das ist sehr trading-orientiert, also sehr aktiver Handel-orientiert, aber auch teilweise eben mit langfristigen Investoren enthalten. Da sind eben Interviews mit großen Investoren enthalten, die man sonst nicht so leicht kommen würde. Und auch da wird über zwei Dinge gesprochen. Auf der einen Seite sehr häufig über Fokus, fokussieren auf ganz bestimmte Themen und Dinge, nicht versuchen, alles zu machen, alles auf einmal zu machen, sondern eben wirklich einen Fokus zu haben. Und das andere ist eben auch Risikomanagement, ganz klar zu wissen, in was investiere ich, wann investiere ich und wann steige ich eben entsprechend auch wieder aus. Also durchaus interessant mal zu lesen. Man darf sich aber auch nicht verwirren lassen natürlich, weil da sehr, sehr unterschiedliche Konzepte hochkommen. Jeder große Investor hat da auch so ein bisschen sein eigenes Risikomanagement, je nachdem, was seine Spezialität ist, sonst wäre er kein großer Investor geworden. Aber man sieht eben durchgehend schon, das sind keine Leute, die einfach nur kaufen und hoffen, dass es schon gut geht, sondern die Dinge wirklich sehr aktiv durchdenken und planen und eben auch eine Strategie haben bei dem, was sie tun. Und das ist ja so ein bisschen das, was viele Privatinvestoren nicht haben, wenn sie an der Börse investieren. Ich habe das schon mal hier gezeigt. Wir sehen hier auf der X-Achse das Börsenwissen eines Privatinvestors und hier eben auch das Selbstvertrauen. Was man ganz häufig sieht, ist, ein Privatinvestor fängt bei Null an, viele Fragezeichen, wir haben weder Wissen noch haben wir Selbstvertrauen. Man legt los, man will etwas tun, man investiert halt überhaupt erstmal an der Börse und dann hat man seine ersten Gewinne und schon hat man das Gefühl, man weiß alles, auch wenn das Börsenwissen immer noch so klein ist, aber das Selbstvertrauen ist groß. Man geht hin und sagt, naja, ich weiß doch, jetzt wird wieder geflogen, jetzt muss ich TUI oder Lufthansa kaufen oder jetzt passiert das und ich bin mir sicher, dass jetzt das und das passiert. Das heißt, da kommt auf einmal sehr, sehr viel Selbstvertrauen, aber eigentlich ist das Wissen immer noch nicht da. Und dann kommen eben auf einmal so die ersten Probleme. Man merkt auf einmal, oh, es funktioniert doch nicht so. Man hat die ersten Verluste. Man hat gewisse Dinge, wo man sich sicher war, dass das ein Erfolg wird. Und dann merkt man, nee, das funktioniert doch nicht. Die Börse bricht ein. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn, so ungefähr. Und dann merkt man, okay, scheinbar weiß ich doch noch nicht alles. Und dann wird alles nur noch schlimmer. Es geht weiter bergab. Und das werde ich nie verstehen, ist dann so das Nächste, das Börse. Wissen nimmt zwar weiter zu tendenziell, aber das Selbstvertrauen nimmt weiter ab, weil man auf einmal merkt, was man alles nicht weiß. Und irgendwann kommt dann mal so ein bisschen der Wendepunkt. So langsam ergibt das Ganze dann Sinn. Man kann diese Dinge eben miteinander verknüpfen, man kann das Wissen miteinander verknüpfen. Und dann so langsam bekommt man eben auch Erfolge, die sich wiederholen lassen, weil man eben dieses Wissen aufgebaut hat. Und dann merkt man, man kommt nie wieder in dieses hohe Selbstvertrauen, was man am Anfang hatte, auch wenn man mit dem Wissen sehr viel weiter ist. Und man weiß dann, glaubt mir, das ist kompliziert. So ganz so einfach, wie es immer klingt, ist es nicht. Und das ist dann der Zustand, in dem man wirklich aber langfristig auch erfolgreich sein kann. Man ist nicht mehr vom Selbstvertrauen so hoch, wie man es mal war, aber vom Wissen so viel weiter, dass man eben jetzt wirklich langfristig auch Geld verdient an der Börse. Aber es ist eben ein Prozess, es ist ein Weg. Und dementsprechend sehr, sehr viele, die starten, die hören dann eben auf solche Bauchgefühlentscheidungen, auf solche Sprichwörter, wie eben auch hier so etwas wie Buy and Hold und einfach Aktien unter das Kopfkissen legen und das wird schon alles gut gehen. Oder eben hier Diamond Hands, wie sich das dann eben heute nennt, gerade wenn man im Kryptobereich unterwegs ist, während dann die, die eben länger dabei sind, merken, hey, ich brauche schon auch einen Buy-and-Check-Ansatz und ich brauche auch ein Risikomanagement und ich muss auch schon wissen, wann ich in was investiere, weil das macht sehr, sehr viel aus, ob ich am Schluss wirklich große Gewinne habe oder eben nur kleine. Und dementsprechend gehört da eben auch so eine gewisse Marktzyklik mit dazu. Ich habe das ja hier schon auch ab und zu mal gezeigt. Es gibt eben solche gewissen Marktzykliken, die sehr, sehr stark auch mit der Börsenpsychologie zusammenhängen, wo hier immer sehr, sehr viel Hoffnung, Optimismus, Glaube und Euphorie drin ist und dann eben auch hier sehr viel Emotionen, während ins Bergab geht. Und wenn man dann eben tatsächlich mal eine Strategie hat und auch ein Risikomanagement, dann kann man sich eben auch so ein bisschen von diesen ganzen Euphorien und Emotionen an der Börse wunderbar distanzieren. Und dazu gehört natürlich auf der einen Seite, dass man eine klare Strategie hat, was man an der Börse verfolgt und wie man es verfolgt, aber eben auch ein Risikomanagement. Und wenn man eben hier erfolgreich langfristig an der Börse unterwegs sein will, zeige ich ja auch immer, wie ich meine persönliche Depotstruktur aufgebaut habe. Und da ist es ganz wichtig, dass man hier unten eben erstmal ein solides Fundament hat. Viele fangen an und fangen direkt irgendwo hier oben an mit Spaß- und Spielaktien, wo sie denken und glauben und nach Bauchgefühl handeln, was jetzt die richtigen Aktien für sie langfristig sind. Aber du fängst ja auch nicht an, ein Haus vom Dachstuhl aufzubauen. Das mag zwar am Anfang vielleicht am attraktivsten sein, weil es vielleicht der schönste Raum am Schluss später ist, aber dann kommt der erste Sturm und dein ganzes Ding fängt an zu wackeln, weil du eigentlich nur an einem Kran hängst und dein solides Fundament ist nicht da. Und dann kommt die Unsicherheit, dann kommt der schlechte Schlaf, dann kommt eben auch die Angst an der Börse hoch. Und das ist eine gefährliche Situation, mit seinem sauer verdienten Kapital wirklich da investiert zu sein.
Deswegen ganz wichtig, erstmal ein solides Fundament. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich persönlich mache das mit meinem Ankerdepot. Einfach wirklich breit diversifiziertes, aber durchaus vorsichtig konzentriertes Depot aus Einzelaktien. Fundamental solide Unternehmen, die aber auch über dem Marktdurchschnitt wachsen, die eben auch gute Aktien sind, an denen man sich langfristig beteiligen kann. Aber auch da habe ich einen langfristigen Ansatz, aber eben auch ein Risikomanagement, wann und wo ich auch mich davon trennen würde, weil es gibt immer eine Krise, die eine Firma tatsächlich umbringen kann oder eben dazu bringen kann, dass sie nicht mehr so ein tolles Unternehmen war, wie vielleicht die letzten 10, 20 Jahre. Und dann muss man eben auch mal sagen, wann steigt man aus? Selbst Warren Buffett spricht nur von 10 Jahren und nicht von 50 Jahren und er weiß auch ganz genau, warum. Und erst wenn man dieses solide Fundament hat, dann kann man oben drüber eben auch mal schnellere, kurzfristigere, mal ein bisschen risikoreichere Investitionen fahren, die natürlich dann auch mal höheren Ertrag bringen, aber wo man durchaus auch größere Schwankungen ertragen muss, was dann für die Psyche teilweise schwieriger ist. Und wenn man dann nicht das solide Fundament hat, dann wird es schwierig. Und das ist schon der erste Punkt des Risikomanagements, dass man eben so eine Depotstruktur aufgebaut hat und genau weiß, wie viel Kapital allokiere ich jetzt in welchen Bereich, was ist da die Auswahlstrategie dahinter, wie gehe ich an die Sache ran. Das ist ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann der nächste Schritt ist, dass man dann die Investitionen, die man hat, auch entsprechend prüft und ein Risikomanagement hat. Und was gehört zu einem Risikomanagement? Naja, zuallererst mal die richtigen Auswahlkriterien vor einem Kauf. Im Prinzip, man kennt das ja, Shit in, Shit out sozusagen aus den verschiedenen Bereichen, nicht nur IT, sondern auch des restlichen Lebens. Wenn ich da nicht die richtigen Aktien in das Depot hineinlege, dann hilft mir auch am Schluss das beste Risikomanagement nichts mehr. Das heißt, ich brauche schon gute Auswahlkriterien, replizierbare Auswahlkriterien, je nachdem auch, was meine Ziele im Leben sind. Das kann je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich sein. Aber es sollten trotzdem qualitativ hochwertige Unternehmen sein, in die man investiert. Aber je nach Lebenslage ist das ein bisschen unterschiedlich. Das ist genau das, was ich mit meinen Teilnehmern auch im Coaching erarbeite. Es gibt grundsätzliche Kriterien, die qualitativ hochwertige Unternehmen erfüllen müssen. Aber je Kriterium muss man an der einen oder anderen Variable schrauben, je nachdem, in welcher Lebenslage man im Prinzip ist. Man sollte sein Portfolio diversifizieren. Also durchaus vorsichtig fokussieren, nicht zu viele Werte breit gestreut, nie bereut. Das ist auch nicht richtig tatsächlich. Da gibt es auch einen Grenznutzen. Es gibt eine Diversifikation, die ist dann tatsächlich eher nachteilig. Auch darüber hat Warren Buffett ja schon mal gesprochen. Ich habe ja mal ein Video gemacht über die 10 großen Lehren von Warren Buffett. Schreibe ich gerne mal rein. Da hat er auch in seinem letzten Investorenbrief tatsächlich was zu geschrieben. Verlinke ich jetzt hier im Video. Und da geht es eben auch um die Portfolio-Diversifizierung, also wirklich sein Portfolio diversifiziert zu haben, aber trotzdem vorsichtig konzentriert, sodass man eben gewisse Marktschwankungen ausgleichen kann über die Branchen, aber trotzdem auch nicht zu viele Unternehmen drin hat. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch Stops zu setzen und zu sagen, okay, wo steige ich denn aus? Und zwar schon vor dem Kauf. Das muss nicht unbedingt so sein, dass ich sage, oh, ich setze einen Stopp recht eng, bin sofort raus und dann würde ich ja rausfliegen, gerade vielleicht im besten Zeitpunkt. Viele haben mit Stops tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht, einfach weil sie nicht wissen, wo sie die hinsetzen, sondern einfach nach Bauchgefühl 5% oder 10% drunter legen. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht zu Trailing Stops, da bin ich auch mal drauf eingegangen, verlinke ich ebenfalls gerne hier. Aber es braucht so eine gewisse Reißleine. Die kann auch mental sein, wo man sagt, okay, bei dem Punkt würde ich rausgehen, aber die sollte man vorher eben festlegen. Die muss man und sollte man tatsächlich nicht bei seiner Bank schon direkt hinterlegen und eintragen, sodass man automatisch rausfliegt. Das ist eher kontraproduktiv. Aber man sollte durchaus eine gewisse Systematik haben und sagen, okay, wenn das passiert, dann steige ich aus, weil ich muss mein Kapital auch schützen und muss eine gewisse Reißleine schon vor dem Kauf festlegen. Und ich muss das auch regelmäßig überprüfen. Nicht um Stopp nach unten zu verändern, sondern einfach auch um den Stopp bzw. diese Reißleine mit der Zeit auch nachzuziehen, um dann eben auch die Gewinne, die ich zwischenzeitlich gemacht habe, zu sichern und dann eben mit der Zeit immer weiter in den Gewinn zu kommen, aber auch eben weiterhin so eine dynamische Reißleine zu haben, wo ich weiß, da würde ich eben auch rausgehen, wenn es nicht mehr passt. Und man braucht eben auch eine Routine zur Prüfung, nicht nur der Reißleine, sondern eben auch des gesamten Depots. Also wann ist ein Wert nicht mehr das, was ich wirklich davon wollte? Da soll man keinen Wert alle paar Monate umstrukturieren, sein Depot nicht alle paar Monate umstrukturieren, aber man sollte eben gewisse Routinen haben, zum Beispiel ein jährlichen Check, ob die Kriterien noch erfüllt sind seines Depots, ob die Werte dem noch entsprechen, ob sie fundamental noch dem entsprechen, ob das Wachstum dem noch entspricht oder was auch immer man eben ansetzt. Also eine gewisse Routine sollte man da eben wirklich mit aufbauen und dann braucht es eben auch klare aktive Ausstiegskriterien, nicht nur eine passive Reißleine, die einem dann sagt, wann man raus soll, sondern eben auch, okay, da gibt es echte Managementprobleme, Bilanzprobleme oder vielleicht auch Dinge, die einem nicht passen, wie das Unternehmen mit Umweltstandards umgeht oder was auch immer. Das kann sehr individuell sein, aber
Aber es braucht No-Gos, wo man für sich selbst sagt, okay, jetzt möchte ich an diesem Unternehmen nicht mehr investiert sein. Ich möchte lieber in ein anderes Unternehmen investiert sein. Und das Wichtige ist wirklich, dass das unabhängig von der Strategie erfolgen sollte. Egal, ob du jetzt eine aktive Strategie fährst oder eine langfristige Strategie, es sollte ein Risikomanagement haben, sollte einfach etwas geben, wo du sagst, okay, da würde ich mich von einem Unternehmen trennen. Da würde ich mein Depot umstrukturieren. Ich möchte aber grundsätzlich langfristig an dem Unternehmen durchaus festhalten, wenn es eine langfristige Strategie ist oder wenn es eben kurz- bis mittelfristiger ist, dann sollte man eben auch vorher schon definieren, wann man sich von einem Wert trennt und warum man das macht, um das Ganze auch replizierbar zu gestalten. Wenn du jetzt sagst, klingt gut, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das umsetzen kann und was für mich das Richtige ist, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch bei mir und meinem Team. Dann schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können und schauen auch, was die richtigen Kriterien für die Aktienauswahl, die richtige Strategie an sich, aber eben auch das richtige Risikomanagement für dich sind. Und dann lernst du im Prinzip auch, wie du das für dich langfristig anwenden und umsetzen kannst, um dann eben nicht einfach nur nach Bauchgefühl zu handeln, sondern nach replizierbaren Kriterien, die dir langfristig auch Erfolg bringen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dieses Video bringt dir schon einiges an Erfolg an der Börse. Falls ja und das Video hat dir gefallen, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir gerne in die Kommentare unten, wie du Risikomanagement aktiv bei dir betreibst und sei da ruhig auch mal ehrlich zu dir selbst. Machst du das im Moment nach Bauchgefühl? Hast du überhaupt kein Risikomanagement? Oder wie gehst du da bisher vor? Würde mich auch mal sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, dir viel Erfolg an der Börse. Ciao.